Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr dabei seid, Leute. Heute zu einer weiteren Ausgabe meines Formats Sashis Liebklaku, meine Lieblinge, Klassiker und Kultfilme aus meiner Filmsammlung. Hier stelle ich euch immer Filme vor, mit denen ich etwas Besonderes verbinde, die absolute Klassiker für mich sind, Kultfilme oder Lieblinge, aus ganz verschiedensten Gründen, weil ich irgendetwas damit verbinde, irgendwelche Anekdoten, Erlebnisse oder, das kann verschiedenste Gründe haben. Und in jeder Folge geht es um einen Anfangsbuchstaben des Alphabets. Heute geht es um den Anfangsbuchstaben S, allerdings schon den zweiten Teil. Den ersten Teil zum Buchstaben S habt ihr vor einigen Wochen hier gesehen. Ihr müsst mal in meine Playlist gucken. Ich habe eine Playlist erstellt, meine Lieblinge, Klassiker und Kultfilme in der Sammlung Sashis Liebklaku. Da gibt es bereits alle anderen Buchstaben des Alphabets bereits zu schauen. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Buchstaben S. Und morgen um 10 Uhr kommt dann der dritte Teil zum Buchstaben S. Tatsächlich gibt es eine ganze Menge Filme mit dem Anfangsbuchstaben S, die ich richtig klasse finde, die absolute Lieblinge aus meiner Sammlung für mich sind. Und wir starten sofort nach dem ersten Schluck Kaffee, Leute. Und wie immer sage ich euch, ich bin gespannt auf eure Kommentare hier unterhalb des Videos. Was sagt ihr zu den Filmen, die ich euch hier präsentiere? Sind es vielleicht auch Lieblinge von euch oder könnt ihr mit den Filmen vielleicht gar nichts anfangen? Findet ihr die sogar scheiße? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und wenn ja, warum ist das so? Anfangen tun wir mit einem Film, bei dem ich sage, das ist nicht nur der beste Western aller Zeiten für mich, sondern einer der allerbesten Filme aller Zeiten. Ich sage nur eins. Die Rede ist selbstverständlich von dem Kultwestern Spiel mir das Lied vom Tod. Sergio Leones Western, Opernwestern sozusagen, im Stile einer Oper inszeniert, groß, ausschweifend, lang erzählt, mit absoluten Weltstars in den Hauptrollen Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale und Jason Roberts. Leute, ich habe den Film erst wieder gerewatcht und ja, er ist lang und ja, er ist langsam erzählt. Für all diejenigen, die sagen, ich bin Western-Fan, gucke die Filme gerne, bei denen kann ich verstehen, wenn sie sagen, oh, wann geht's denn nun endlich mal los, wann kommen denn die ausschweifenden Schießereien, Verfolgungsjagden zu Pferd. Darum geht es in diesem Film nicht. Dieser Film entspinnt sich tatsächlich aus dem Zusammenspiel aller Komponenten. Sei es die Regiearbeit Sergio Leones, einfach nur grandios. Sei es die Darsteller, wirklich Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Roberts, die sich hier tatsächlich um Grund und Boden spielen, ihre Charaktertiefe ausspielen. Tatsächlich jede Figur hier hat einen Charakter. Und selbst wenn es nur irgendwelche Cowboys sind am Anfang an der Station, an der Bahnstation, die nach 10 Minuten abgeknallt werden von Mundharmonika, muss ich sagen, selbst die haben einen Charakter, so wie sie gezeichnet werden. Dann muss ich natürlich hervorheben, Ennio Morricones beste Leistung in seinen Soundtracks hier. Jede Figur aus dem Film hat ein Thema. Jeder Figur hat Ennio Morricone ein Musikthema auf den Leib geschnitten. Ob es jetzt Mundharmonika ist mit diesem I-I-I-I, ob es Claudia Cardinale ist mit oder ob es Cheyenne ist, gespielt von Jason Roberts. Jede Figur hat einen Song in dem Film. Jede Figur wird Charakter entwickelt. Die Handlung, die sich entspinnt daraus, dass Henry Fonda mit seiner Gang einen Farmer umbringt am Anfang, ist ultra spannend erzählt. Man muss sich einfach die Ruhe nehmen, die Geduld. Wie gesagt, hier spielt alles mit rein. Und ich möchte auch ausdrücklich noch einmal hervorheben, die grandiose Kameraarbeit eines Tonino Delli Colli, der hier wirklich so nah an die Gesichter ranzoomt, dass du jede Pore siehst. Ja, auch auf den DVDs. Bestes Bild ever hier in dieser Edition, Leute. Ja, Tonino Delli Colli leistet hier einfach grandiose Kameraarbeit. Hervorragend das Ganze gefilmt. Epische Landschaften, Gesichter, Emotionen.
Ein ganz großartiger Film. Spiel mir das Lied vom Tod. Ich habe ihn tatsächlich in dieser Special Collectors Edition, die so ein bisschen so eine Ledersatteloptik hat, ja. Und ihr seht auch, sie ist schon so ein bisschen ausgefranst. Ich gehe nicht sehr pfleglich um mit meinen DVDs, Blu-rays, Filmen in der Sammlung, weil ich, wie gesagt, das gerne habe, wenn ich in der Sammlung dieses Flair einer Videothek Mitte der 80er Jahre habe. Dann sehen wir hier Frank, den Bösewicht Henry Fonda, der hier tatsächlich einen der fiesesten Schurken aller Zeiten spielt, wie ich finde, mit seinen Schergen, die gerade diesen Farmer McBain umgebracht haben, sehen wir gezeichnet hier hinten drauf. Unglaublich viele Special Features auch in dieser Sammlung hier mit drin. Kommentare, eine Oper der Gewalt, der Soundtrack, die Eisenbahn, Locations damals und heute, also wo man sieht, wie sehen die Locations heute aus, wo damals gedreht wurde. Höchst, höchst interessant. Ja, also wie gesagt, Frank, Henry Fonda, einer der fiesesten Bösewichte aller Zeiten, Claudia Cardinale als Jill McBain, einfach nur Zucker, wobei ich finde, ich habe den Film ja gerade erst wieder mir angeschaut, ich finde ihre Synchronstimme passt wirklich überhaupt nicht gut zu ihr. Also sie redet so rau und kneipenhaft irgendwie mit so rauer, verbrauchter Stimme, als wäre die eine Frau über 60. Ich meine, kann man so einer hübschen Frau, Claudia Cardinale, wie alt war sie hier, Ende 20, Anfang 30 vielleicht, nicht irgendwie eine süßere Stimme noch geben zu diesem süßen Aussehen? Dann haben wir natürlich dabei einen Charles Bronson als wortkargen Mundharmonika dabei, der eine persönliche Rechnung mit Frank aufhat, und wir haben einen Jason Roberts als Cheyenne dabei. Alles klasse, alles wunderbar, alles spielt richtig toll zusammen und es hat wirklich den Anschein, als wenn Ennio Morricone die Musik komponiert hätte im Vorfelde und daraufhin wurden erst die Szenen gedreht, weil das passt alles so toll zusammen. Und wenn wir das Ganze rausnehmen, sehen wir schon die süße Claudia Cardinale als Jill McBain. Und auf der anderen Seite haben wir ein Zitat von Mundharmonika in Richtung von Frank. Deine Freunde haben eine hohe Sterblichkeitsrate. Dann kann man das Ganze aufklappen und da sehen wir Henry Fonda als Frank. Menschen sind leichter zu verängstigen, wenn sie sterben. Ach nee. Henry Fonda. Toll. Und dann klappen wir das Ganze nochmals auf. Und dann haben wir Mundharmonika und wir haben Cheyenne. So, Leute. Und jetzt schaut euch diese Edition an. Und wenn ich dann heute immer die Jünger höre, die sagen, Mediabook, Mediabook, ultra rar. Oh, macht sich gut in der Sammlung, weil es gibt nur 5 Stück davon und ich habe 1 davon. Doch scheißegal. Ist doch scheiße. Guckt euch das mal an. Diese DVD-Edition macht mehr her als jedes Mediabook für 30, 40 oder sogar 50 Euro heutzutage. Und das ist noch nicht alles. Denn wenn ein Mediabook sagt, ja, wir haben ja auch Text an Bord, das hat diese Edition ebenfalls in so einem tollen Booklet. Guckt euch das an. Und tatsächlich ist es so, Leute, man kann solche Editionen in DVD und auch Blu-ray normal noch herstellen, genauso Dinge. Ich meine, das Ding hat mich damals 14,99 € gekostet, ja. Aber sie wollen es einfach nicht mehr. Und solange es Leute gibt, die sagen, natürlich zahle ich für ein Mediabook, für einen Film 30, 40 oder 50 Euro oder noch mehr, nach oben gibt es ja gar keine Preise, solange werden die das auch tun. Ich sag immer, jeder so wie er will. Für mich kommt sowas allerdings nicht in Frage. Guckt euch diese Edition an, was da für ein tolles Booklet bei war. Da ist tatsächlich mehr Text und tollere Bilder bei. Sehr stimmungsvoll alles abgesetzt in diesen Braun- und Sepiatönen. Mehr Text bei und Bilder und wie gesagt, als in so manchem Mediabook heutzutage. Natürlich gibt es auch Mediabook, die sind ihre Preise wert. Es gibt auch günstige Mediabooks, wo ich sage, da schlage ich dann auch mal zu. Aber das ganze Ding, das muss schon irgendwie sich auch rentieren. Also ich gebe niemals aus für ein Mediabook, da mit so ein paar Seiten da mehr als 20 Euro. Geht's noch? Hammerfilm, nicht nur Hammerwestern, sondern auch, wie gesagt, einer der besten Filme für mich aller Zeiten. Und ich höre schon wieder Leute auf irgendwelchen Kanälen, die sagen, ja, ich habe mir mal, spiel mir das Lied vom Tod wieder reingezogen, aber der Film ist ja so schlecht gealtert. Der ist ja so langweilig geworden. Nee, Leute. Der ist genauso wie früher.
Nur, dass wir als Zuschauer umerzogen wurden von der Filmbranche heutzutage. Heutzutage muss es alle 5 Minuten eine überraschende Wendung in der Handlung geben. Es muss alle 4 Minuten, wenn es geht, irgendwo Peng machen und eine Explosion geben. Oder es muss so bildgewaltig sein wie irgendwelche Comic-Abenteuer, dass wir 2,5 Stunden nur da so sitzen. Oh, toll! Und gar nicht wissen, worum es da geht. Das ist ganz großartig erzähltes Kino. Spiel mir das Lied vom Tod. Bringt Geduld auf und guckt euch den Film an, Leute. Immer wieder ein Rewatch wert. Jetzt kommen wir zu einem Film, der wesentlich kleiner ist als Spiel mir das Lied vom Tod. Eine kleine Komödie, die ich zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Sie zeigt uns einen Steve Martin in seiner Hochzeit, ungefähr zur selben Zeit, als er sowas drehte wie Der Mann mit 2 Gehirnen oder auch Solo für 2. Die Rede ist von Arthur Hillers Film Ein Single kommt selten allein mit Steve Martin. Arthur Hiller, Regisseur unter anderem eines meiner absoluten Lieblings-Action-Komödien Mitte der 70er Jahre entstanden, 76, nämlich Transamerika Express mit Gene Wilder. Den finde ich wirklich, wirklich toll. Den Film kommt ihr wahrscheinlich demnächst beim Buchstaben T. So, worum geht es in Ein Single kommt selten allein? Ja, hier werden nun wirklich alle Klischees des Single-Daseins auf den Tisch gepackt. Wir sehen hier Larry Hubbard, gespielt von Steve Martin, der ein Erfinder für Grußkartensprüche ist. Und der wird von seiner Freundin verlassen, ist jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit Single, nimmt sich eines anderen Mannes an, der ebenfalls Single ist, und der führt ihn in die Single-Welt sozusagen ein. Und das tatsächlich mit allen Klischees. Und das Ganze überzeichnet im absoluten Slapstick-Stil, mit absoluter Situationskomik, wirklich Steve Martin in einer seiner allerbesten Rollen. Ich liebe das, wenn die beiden da eine Party feiern irgendwie, und dann stellen sie sich überall so Pappkameraden in Lebensgröße von irgendwelchen Schauspielern in die Wohnung, damit man von außen denkt, die Leute hätten Freunde oder sind vergeben und haben ganz viel Spaß. Oder er soll sich dann so ein Farn kaufen, eine Pflanze, also so ein Farn, weil das sind Freunde, sagen sie nicht Farn oder Blumen, das sind Freunde. Oder unter anderem geht er als Single dann auch essen in so ein Restaurant, und kaum betritt er das Restaurant, ist so ein riesiger Scheinwerfer, so ein Spot direkt auf ihn, damit alle sehen, er ist Single. Also was für ein Film, man muss es einfach sehen, ich kann es schwer erklären. Der Film macht einfach Spaß. Der Film heißt im Original The Lonely Guy, bedingt dadurch, dass er halt als Single dann später ein Buch schreibt über das Single-Dasein. Dieses Buch wird ein Bestseller, ein Erfolg. Und die Frauen dann auf ihn fliegen, weil er ja Erfolg und Geld hat. Allerdings ist das alles nur recht oberflächlich. Und nebenbei ist es so, er verliebt sich in eine Frau, in eine neue, nämlich in Iris. Allerdings verliert er die immer wieder. Er sieht sie immer wieder im Großstadtdschungel, aber verliert sie, verliert ihre Daten und so weiter. Und bis zum großen Happy End passiert einfach eine ganze Menge. Es ist einfach ein toller kleiner Film. Ein Single kommt selten allein mit Steve Martin, The Lonely Guy. Ja, einfach schauen, Leute, euch gut amüsieren, und vielleicht findet ihr euch ja wieder als Single. Jetzt kommen wir zu einem Thriller. Und einem Thriller, wo ich mich frage, warum gibt es solche Filme heutzutage nicht mehr? Warum leben wir einfach in der langweiligsten Zeit, was die Filmschaffenden angeht? Wir Fans werden wirklich mit recht schlechten Filmen bedient. Wir können uns natürlich Filme immer wieder gut reden, irgendwelche Franchises, Reboots, Remakes, Prequels, Sequels, Comic-Gedöns. Aber wo sind die Perlen? Man muss schon ganz genau mit der Lupe suchen. Damals gab es die Perlen wie Sand am Meer. Unter anderem war dieser Film einer davon, ein ganz toller Thriller im Stile eines Hitchcock-Films, Schatten der Wahrheit, mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer. Regie geführt hat hier Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, den wir natürlich kennen als Regisseur der Zurück in die Zukunft Filme, allerdings auch Forrest Gump oder Ende der 80er Jahre, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Robert Zemeckis steht eigentlich immer für unterhaltsame Filme, auch Castaway zum Beispiel, wo Tom Hanks dann ja auf einer Insel alleine sozusagen ist, weil er vorher mit einem Flugzeug abgestürzt ist. Mit Schatten der Wahrheit schenkt uns Zemeckis tatsächlich einen Thriller in Manier eines Hitchcock-Films. Spannend, atmosphärisch dicht, langsam und ruhig erzählt, also vielleicht nicht für jeden etwas, weil es gibt keine großen Explosionen und Wildbildgewetter, sondern dieser Film lebt, wie gesagt, durch seinen Soundtrack, Soundeffekte, die langsam aufbauende Handlung und das Schauspiel und dann nachher das überraschende Ende. Ja, und es ist
schön, Harrison Ford mal in so einer Rolle hier zu sehen, wie in Schatten der Wahrheit. Worum geht es? Harrison Ford ist ein Professor, seine Frau wird gespielt von Michelle Pfeiffer und die beiden ziehen in irgendeine Villa an irgendeinem See, glaube ich. Und Michelle Pfeiffer beginnt dann zu Hause, weil sie irgendwie nichts zu tun hat. Naja, wenn man irgendwie reiche Arztgattin ist, dann muss man nichts tun, außer ab und zu mal die Rosen draußen im Garten irgendwie zurechtstutzen. Hört sie dann irgendwie so eine Frau immer weinen im Nachbargarten? So. Und sieht dann auch irgendwelche Frauenerscheinungen, irgendwie immer wieder die gleiche Frau, und sie macht sich dann praktisch auf die Suche nach dieser Frau, auf die Suche nach der Wahrheit. Sie konfrontiert auch ihren Mann Harrison Ford damit, dass sie diese Erscheinung hat. Der tut das allerdings als Kinderkram ab und was soll das sein? Und sie ermittelt dann praktisch und findet nach und nach immer mehr heraus und immer wieder gibt es überraschende Wendungen. Und das Ganze wirklich aufgemacht, wie so ein Hitchcock-Film. Und ihr seht schon, ich finde dieses Cover einfach auch toll, wie die beiden durch diesen düsteren Geisternebel gucken. Und da unten ist diese Hand an der Badewanne, am Badewannenrand. Sei euch gleich gesagt, jeder, der von euch gerne in die Badewanne geht, vielleicht seht ihr das Badewannengehen in Zukunft mit anderen Augen. Denn die Szene mit der Badewanne ist wirklich ein bisschen verstörend in dem Film. So sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Michelle Pfeiffer sehen wir. Wir sehen das Haus. Wir sehen Harrison Ford. Und wir sehen die bedruckte DVD. Und die bedruckte DVD ist wirklich gruselig, ein wenig unheimlich, weil aus einem Wasser oder Nebel uns diese Frauengestalt entgegenguckt. Und die sieht nicht wirklich gesund aus. Schatten der Wahrheit. Ein toller Film mit Reminiszenzen an die große Hitchcock-Ära. Unbedingt schauen. Wir kommen zu einem weiteren Thriller. Mit überraschenden Wendungen en masse, mit einem überraschenden Ende am Ende. Ja, wo auch sonst. Das Ende ist meist am Ende. Kleiner Schlag auf dem Hinterkopf und vielleicht noch einen Schluck Kaffee, erhöhen das Denkvermögen. In der Hauptrolle sehen wir Leonardo DiCaprio in einem Film von Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio ist tatsächlich ein Schauspieler, der in den letzten Jahren bei mir unglaublich dazugewonnen hat. Ich habe den Mann zum ersten Mal gesehen in Titanic. Ja, wie die meisten wahrscheinlich von uns in Titanic. Und habe damals so gedacht, weil alle Mädels und Frauen sind dahin geschmachtet, irgendwie, oh, was für ein Schönling und bla, 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 bla. Ja, habe damals gedacht, aus dem wird sowieso nichts irgendwie. Das wird jetzt so ein One-Hit-Wonder hier werden. Der wird jetzt hier Titanic spielen und dann werden wir ihn nie wieder sehen. Ja, das war aber nichts. Leonardo DiCaprio ist jetzt kein Rekorddreher, der jetzt 4-5 Filme im Jahr dreht, aber er hat sich im Laufe der Zeit wirklich gemausert mit wirklich hochwertigen Stoffen in seinen Filmen. Unter anderem auch in dem Film, der jetzt kommt. Und wenn dann natürlich jemand Regie führt wie Martin Scorsese, dann kann daraus einfach nichts Schlechtes werden. Und ich rede von dem atmosphärisch dichten und düsteren Thriller Shutter Island. Ein wirklicher Liebling von mir. Shutter Island, unglaublich düster. Worum geht es? Es geht um den US-Marshal Teddy Daniels, gespielt von Leonardo DiCaprio, der praktisch auf diese Insel beordert wird, um das Verschwinden aus einer Psychiatrie, einer psychisch kranken Massenmörderin zu untersuchen. Also niemand weiß, wie diese Frau entkommen konnte aus diesem Hochsicherheitsgefängnis auf dieser Insel. Und Teddy Daniels, also Leonardo DiCaprio, soll jetzt ermitteln, wie hat diese Frau das geschafft und ist da rausgekommen. An seiner Seite Leonardo DiCaprio ist sein Partner Mark Ruffalo. Wirklich, die beiden ergeben ein gutes Team. Dann haben wir noch Sir Ben Kingsley dabei und wir haben eine Michelle Williams dabei, vielleicht vielen bekannt aus der Fernsehserie für Dawson's Creek. Ja, die kleine Blonde. Und was Martin Scorsese hier wirklich geleistet hat, möchte ich sagen, ist wirklich hochspannend und überraschend inszeniertes Thriller-Kino. Tatsächlich auch so ein Thriller, der zwischendrin mal entstanden ist, wo man gesagt hat, boah, geil, was für ein toller Film. Ja, und wie gesagt, mittlerweile hat Leonardo DiCaprio bei mir einfach dazu gewonnen. Auch vor Titanic hat er natürlich schon gedreht, unter anderem This Boy's Life mit Alan Barkin und Robert De Niro habe ich auch in meiner Sammlung, wo ein Jung spielt, der bei seinem Stiefvater, also gespielt von Robert De Niro, nicht gut angesehen ist, ab und zu mal ein paar Hiebe statt Liebe bekommt. Und
damals schon eine gute Rolle abgeliefert hat, aber mittlerweile muss ich sagen, wenn ich so Filme sehe wie Blood Diamond oder auch Inception oder auch diesen hier Shutter Island, dann muss ich sagen, Leonardo DiCaprio ist einfach eine Wucht. Und es gibt hier ein Video auf YouTube, wo man ihn sieht während Dreharbeiten zu einem Film, wo er hochprofessionell und hoch angespannt ist, bevor es daran geht, die Szene zu drehen. Einfach nur klasse, wie dieser Mann mit einem Klick abrufen kann, was er spielen muss. Wirklich gut. Und ich finde auch übrigens den Film gut, The Beach, der ja nach Titanic entstanden ist, wo er dann mit seinem Kumpel zusammen so ein Aussteiger ist, irgendwo in Thailand und dann an so eine Gruppe Aussteiger gerät irgendwie. Also auch irgendwie ganz, ganz gut. Also ich finde die Filme mit ihm wirklich gut. Also entgegen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass ich ihn eigentlich nicht mögen wollte nach Titanic. Vielleicht war ich auch nur eifersüchtig, weil wirklich alle, gefühlt alle Mädchen damals fanden den geil. Ja? Und das Geflänne war groß, wenn er dann von dieser vereisten Tür da in Titanic da in den Atlantik da absinkt, da wo er wahrscheinlich heute noch liegt. So Leute, kommen wir zum nächsten Film, ja? Und jetzt kommt mal wieder ein bisschen Leichtigkeit hier rein, ja? Ich sage nur, Night Fever, Night Fever, tell me what to do when, tell me Night Fever, Night Fever, tell me what to do now. Ich kann's nicht so gut. Ich kann weder so gut singen wie die Bee Gees, die in diesem Film viel zum Soundtrack beigesteuert haben, noch kann ich die Moves und Bewegungen so gut wie John Travolta. Ja, natürlich ist die Rede von Saturday Night Fever von 1977, John Travolta als Tanzgott. Tony Manero heißt der Mann, der am Tag in so einem kleinen Laden arbeitet, keine große Leuchte ist, aber sobald die Diskotheken und Clubs nachts aufhaben, geht er dorthin und wirbelt über den Dancefloor, wirbelt über das Parkett und alle staunen. Also so wie John Travolta in diesem tollen Tanzfilm tanzt, ist das einfach nur grandios, wie der darüber wirbelt, wie so ein Wischmopp über, wie gesagt, die Tanzfläche, die er vielleicht da mit seinem Hintern und seinen Beinen wischen möchte. Einfach nur toll. Saturday Night Fever. Eine tolle kleine Geschichte erzählt von diesem Mann, der innerlich sehr zerrissen ist und eigentlich so ein wütender Knabe ist. Ja, allerdings dann durch sie spielt so eine Ballerina, unterschiedlicher könnten sie nicht sein, aus gutem Hause, aus nicht ganz so gutem Hause, und zusammen wollen sie an einem Tanzwettbewerb teilnehmen. Und das zu einem der besten Soundtracks aller Zeiten mit vielen Liedern der Bee Gees dabei. Der Film ist regisiert, sozusagen inszeniert von John Badham, der unter anderem auch gemacht hat Das fliegende Auge, Wargames oder auch Nummer 5. Lebt. Ja, und das Ganze wirklich toll, vor allen Dingen, wenn es dann mit der Musik in den Diskotheken zustande geht, zustande kommt, die Szenen, die da spielen, wenn es dann darum geht, wie die tanzen, was für tolle Moves sie drauf haben und ich irgendwie noch nicht mal meinen Finger krümmen kann in der gleichen Zeit. Von innen sieht das Ganze auch klasse aus, John Travolta, ein bisschen unscharf ist er, obwohl er ein scharfer Typ ist, davon mal ganz abgesehen. Und wenn man das Ganze aufklappt, denken wir tatsächlich, wir sind in einer Diskothek auf dem Dancefloor. Ich meine, guckt euch das an. Diese bedruckte DVD hier drüben und dann dieser bunte, mit den Lichtern ausgekleidete Disco-Fußboden. Ganz, ganz großartige Klasse. Saturday Night Fever, der Film, der ja irgendwann noch eine Fortsetzung erhalten hat. Der Film heißt Staying Alive, die Fortsetzung, und Regisseur war Sylvester Stallone. Das ist ein Film, den müsst ihr euch mal angucken. Der rotzt so richtig ab gegen das Original. Also das war nicht die große Leistung von Sylvester Stallone. Zum Glück hat er sich dann von Tanzfilmen verabschiedet. Ja, also. Ja, ich mag Tanzfilme, ich mag Dirty Dancing, ich mag Grease, ich mag Musicalfilme sehr gern. Und dieser hier spielt natürlich ganz weit oben mit. Und jetzt kommen wir zu einem französischen Klassiker. Ein französischer Klassiker, Ende der 60er Jahre entstanden, zeigt uns eine Romy Schneider in ihrer, denke ich mal, erotischsten und freizügigsten Rolle zusammen mit ihrem früheren Partner Alain Delon. Und das Ganze in Der Swimmingpool, in der ungekürzten Fassung hier zu sehen. Was für ein stimmungsvoller, toller, kleiner Krimifilm. Ja?
Pikant damals war, dass Romy Schneider und Alain Delon, die nicht mehr zusammen waren zu diesem Zeitpunkt, Romy Schneider war schon wieder verheiratet, zum ersten Mal nach Jahren wieder miteinander gedreht haben. Die beiden recht beklommen wirken. Hier drauf ist auch ein Interview des ersten Zusammentreffens vor den Dreharbeiten zu sehen, wie die beiden sich wieder begegnen. Romy Schneider sehr, sehr nervös. Alain Delon betont cool irgendwie in diesem Interview. Und natürlich ist das nicht leicht. Das war auch für Romy Schneiders Mann damals nicht leicht, zu sehen, wie sich Romy Schneider mit ihrem früheren Lebenspartner in einem sonnigen Hochsommergarten oberhalb Saint-Tropez in so einer Villa auf dem Rasen vor einem Pool räkelt, halb nackt knutscht, sich auszieht, erotische Spielchen treibt und das Ganze in wirklich tollen, schwül-erotischen Bildern. Natürlich wird da jeder Ehemann eifersüchtig. Worum geht's aber im Grunde in der Swimmingpool? Natürlich nicht um die freizügigen Szenen. Die tragen aber zu der Stimmung bei. Es geht um dieses Pärchen, gespielt von Romy Schneider und Alain Delon, die praktisch ihre Sommerferien in der Villa eines befreundeten Paares verbringt. Dieses Paar ist aber nicht da. Die sind da völlig allein und lümmeln dann da am Pool rum, genießen das Ganze oberhalb Saint-Tropez, Südfrankreich. Und dann kommt ein alter Kumpel von Alain Delon, gespielt von Maurice Ronet, ja, auch ein Urgestein der französischen Filme, mit seiner Tochter, einer ganz jungen 18-jährigen Jane Birkin, gespielt. So, die kommen da jetzt an und die Figur von Maurice Ronet hatte auch mal was mit Romy Schneider am Laufen und jetzt gibt es Spannungen zwischen den Männern, aber auch zwischen den Frauen, weil Alain Delon, der wirft jetzt auch ein Auge auf die 18-jährige Tochter seines Freundes irgendwie, kommt zu Spannung und irgendwann im Affekt, oder auch nicht Affekt, sondern bloßer Wille, ertränkt Alain Delon seinen Kumpel, der betrunken ist, nachts im Swimmingpool und dann geht es los, dass Alain Delon irgendwelche Beweise versteckt in der Villa irgendwo und die Polizei kommt und ermittelt und ein wirklich toller Film, so typisch französisch gehalten, unter sommerlicher Sonne, wirklich ganz, ganz toll erzählt, tolles französisches Kino, wie gesagt, hier auf dieser Blu-ray in der ungekürzten Fassung mit, glaube ich, 10 Minuten mehr Material. Und wer das mal sehen will, diese ganzen Stars, wie sie noch jung und knackig waren, eine Romy Schneider, eine Alain Delon oder auch eine Jane Birkin, die damals gerade am Anfang ihrer Karriere stand, hier unbedingt mal einen Blick riskieren, Leute. Der Swimmingpool, da macht ihr nichts mit falsch. Wirklich ein toller, toller Film. Natürlich langsam erzählt, wie das normale Filme so damals hatten. Jetzt kommen wir zu einem Film von einem meiner Lieblingsregisseure, der immer für brachiale Filme ist, der immer auch Grenzen überschritten hat, der immer Tabus gebrochen hat, sei es in Basic Instinct zum Beispiel, sei es in Robocop, also Basic Instinct mit sehr, sehr freizügigen Szenen, Robocop die Gewalt oder noch mehr Gewalt in zum Beispiel Fleisch und Blut mit Rutger Hauer. Hier kommen wir jetzt zu einem Film, zu einem Science-Fiction-Klassiker, der immer wieder bei mir im Player landet, der mittlerweile einige Fortsetzungen nach sich gezogen hat, aber nicht eine davon kommt ans Original heran. Die Rede ist natürlich von Starship Troopers von Paul Verhoeven. In den Hauptrollen Caspar Van Dien, Denise Richards als Carmen, die hier eine wesentlich bessere Rolle macht als in dem Film Die Welt ist nicht genug, bei James Bond als Christmas Jones. Und wir haben einen Neil Patrick Harris dabei, der ja dann später in der Fernsehserie How I Met Your Mother mitgespielt hat. Leute, worum geht es? Es geht um die Erde in irgendeiner Zeit, wo sie nur noch militarisiert ist, ja, wo alle unbedingt zum Militär wollen und die Galaxis angegriffen wird von irgendwelchen riesigen Schaben, irgendwelchen riesigen Käfern, Bugs, Insekten und so weiter und die Menschen eigentlich überhaupt keine Chance haben, gegen diese Wesen irgendwie zu bestehen und trotzdem begleiten wir nun unsere Helden in diesem Film, wie sie ins Militär gehen und in etlichen Kämpfen und Schlachten gegen diese Insekten zu sehen sind. Das Ganze vollkommen überzeichnet im Stil von Paul Verhoeven. Also wirklich vollkommen überzeichnet, vollkommen over the top. Und ich weiß, als ich diesen Film mit meinem Bruder im Kino in Hamburg gesehen habe, saß hinter uns so ein Schreihals. Der hatte, glaube ich, nicht mehr alle Dachpfannen auf dem Dach. Der hat dann immer geschrien, pass auf, sie zerreißen dich! Wenn da so eine Schlacht war, oder dann gibt's da ja diese Szene, wo man mit Hilfe Telekinese erraten soll, welche Karte gerade hochgezogen wäre, und er schreit hinter uns los, ich sehe, Pik Ass,
Gut, der Junge wurde dann irgendwann aus dem Kino transportiert, zusammen mit zwei Männern. Der wirkte auf uns irgendwie gefährlicher als jeder Käfer in diesem Film. Der Film ist natürlich von seinen Effekten toll. Wir sehen einen Michael Ironside dabei, ein Urgestein natürlich der Science-Fiction-Filme, wie zum Beispiel Aliens oder Alien 3. Ja, der in wirklich vielen Filmen mitgespielt hat aus dem Science-Fiction-Bereich, später dann auch in vielen B-Movies. So sieht das Ganze von hinten aus. Der Film ist flott erzählt, der Film ist ultra brutal, der Film ist allerdings auch witzig dabei. Und von innen haben wir tatsächlich noch strafrechtlich unbedenklich, Altersfreigabe, heute ist der Uncut ab 16. Ja, damals, als ich mir die Version gekauft habe, ja Leute, da war sie noch strafrechtlich unbedenklich. Toll bedruckte DVD hier drüben und wir sehen wieder ein kleines Booklet. Leute, ihr seht, und ich kann es nur nochmal sagen, unglaublich viele Infos und Fotos. Auf der Rückseite geht es noch weiter. Es war früher komischerweise möglich, sowas in DVDs und Blu-Rays mit reinzupacken, ohne dass es immer gleich hieß Mediabook. Wo sind wir hingekommen? Das ist unglaublich. Jetzt kommen wir zu einem Film eines Regisseurs, der immer dachte, nach diesem Film muss er immer wieder Filme drehen mit einem überraschenden Ende. Weil dieser Film einfach seine volle Wirkung entfaltet, wenn man das Ende sieht am Ende sieht man das Ende und will dann am liebsten wieder zum Anfang, so wollte ich das sagen, weil man dann auf viel mehr Dinge im Film achtet, ob man auf das Ende kommt. Hat das irgendjemand kapiert? Keine Ahnung. Es geht um The Sixth Sense von M. Night Shyamalan. Mit einem tollen Bruce Willis, der hier sehr zurückhaltend agiert in dem Film. Ja, sehr zurückhaltend, weit von seinem Charakter John McClane, diesem Großmaul, entfernt komplett. Er spielt hier einen Psychologen, der auf den praktisch ein ehemaliger Patient schießt. Er ist dann angeschossen und als er wieder genesen ist, soll er sich eines Jungen annehmen, den seht ihr hier, der angeblich tote Personen und tote Menschen sehen kann und er soll den therapieren und heilen. So, und dann arbeiten die beiden miteinander über 2 Stunden Film hinweg. Wir kleben wirklich gespannt an diesem Film, der einfach nur grandios inszeniert ist, durch seine ganze Atmosphäre, aber auch durch das Schauspiel und wie Shyamalan das einfach inszeniert hat, den gesamten Film. Und dann kommt das große Ende und ich war damals absolut geflasht im Kino und habe gedacht, das Ding musst du sofort kaufen auf DVD, wenn der kommt. Und dann guckst du ihn dir nochmal an und dann achtest du auf alle kleinen Details, hättest du aufs Ende kommen können. Bei Regisseur M. Night Shyamalan war es dann natürlich so, dass er immer wieder Filme drehen musste, weil es ja sein Erkennungszeichen war mit überraschenden Enden und das ist mal gelungen. Allerdings zum größten Teil ganz gewaltig in die Hose gegangen. Und mittlerweile ist er dann irgendwann dazu übergegangen, keine überraschenden Enden mehr einzubauen und dann hat man nicht mal mehr erkannt, dass es ein Film von ihm ist. Gut, ganz großes Kino, The Sixth Sense hier, damals im Kino gesehen, heute auch so ein Film, den ich mir einmal im Jahr angucke. Shyamalan natürlich bekannt für Filme wie Unbreakable, auch wieder mit Bruce Willis dabei, ja. Glass, Split, The Village mit einem auch sehr seltsamen Ende, oh je. Signs mit einem Mel Gibson und Joaquin Phoenix, den fand ich dann wieder besser als The Village. The Village war echt ziemlich langweilig. Oder zuletzt Old. So Leute, und ich habe den Film in dieser Platinum-Edition mit 2 Discs. Guckt euch das an, wie heutzutage ein Mediabook sind wir wieder. Ja, sowas gab es früher, Leute. Und die zweite, da ist dann der Film drauf und eben war da drauf praktisch das Bonusmaterial. Unglaublich viel Material hier auf 2 Discs wie Making-of, Storyboards, Boards. Geschnittene Szenen, unfassbar viel und wir haben wieder ein kleines Booklet dabei mit Informationen. Leute, was für eine tolle Edition zu einem Superfilm. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was sagt ihr zu diesem Film? Hier heute Teil 2 gewesen zum Buchstaben S, Teil 3. Dann morgen um 10. Ich freue mich. Euer Sashi. Ciao.